Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start und weiter geht's. Oh, der ist gerade immer weggebackt mit unserem Bärengrind. Hä? Warum wird der denn? Ist der genau Grenze Renderdistanz oder was? Ich weiß nicht. Kurz mal weggebackt und wieder eingebackt. Aber Bären. Das gilt es heute zu schießen. Und da machen wir natürlich weiter wie gewohnt. Oh ja, den haben wir schon mal direkt gut gehittet. Direkt ein guter Treffer. Und jetzt ja auch die erste Woche, glaube ich, wo wir hier bei den Bären, gerade bei den Weitschüssen an dem See hier, das neue Visier haben, logischerweise. Denn das hatten wir vorher nicht zur Verfügung. Und da können wir jetzt auch die weiten Schüsse ein bisschen besser platzieren. Und damit auch die ersten drei Bären heute erlegen. Ich hoffe, der bleibt da liegen und haut dich ab, der Gute. Und dann, ja, hoffentlich langsam, aber sicher hier mal langsam auch Richtung Great One. Denn 1500 sind wir jetzt langsam auf dem Weg hin. Das war da, ja, weiter Richtung 2000 kommen vor allen Dingen. Denn eigentlich immer so ein 2000er Schnitt bei den Great Ones bisher gehabt. Und ich glaube, wir nähern uns sogar langsam der Zahl, die wir hatten für den ersten Great One Bear, weil ich glaube, dass wir da bei dem so um die 1,6 lagen. Muss ich nochmal selber genau nachgucken, aber irgendwo um den Dreh dürften wir da gewesen sein. Jetzt also erstmal hier weiter Bären jagen und das werden wir tun, aber erstmal müssen wir die natürlich logischerweise auch einsammeln, denn sonst spawnen die nicht. Das da vorne dürfte ein weiblicher sein. So ist es, deshalb lassen wir den da auch mal stehen, den guten Bären. Und holen uns erstmal den hier vor allen Dingen. Gucken, was die Seen heute für uns bereithalten. Hört doch mal Glück, vielleicht kommt was. Auch das jetzt hier neu, dass wir jetzt hier die eckigen Dinger haben, gerade im Grind. Natürlich richtig gut auf der Karte, dass wir hier jetzt die Rauten-Symbole haben und nicht mehr die Kreise. Dann ist es für uns ein bisschen leichter, die Dinger anzuklicken und zu finden und zu unterscheiden von irgendwelchen Lodges oder so, die in der Nähe sind. Eigentlich ganz gutes Feature, was sie da geändert haben. Auch wenn da wahrscheinlich keiner nachgefragt hat. Aber ich find's gut. So, was haben wir hier an dem See? Da haben wir einen Bär auf der linken Seite, einen Fünfer und da hinten, ah, da steht leider keiner. Das ist natürlich nicht ganz so gut, wie ich es gern hätte, aber soll mir egal sein. Wir nehmen dann einfach erstmal den hier auf der Seite mit einem sauberen Treffer und einer kurzen Fluchtdistanz. Holen wir uns den mal eben hier ran. Keiner neu gespawnt in der Zwischenzeit hier während des Hinlaufens. Silber also bei dem und wir können zu dem kleinen See hier rum. Mal gucken, was wir da haben. Da hatten wir ja letztes Mal, glaube ich, teilweise auf jeden Fall ein paar Bären. Aber ich glaube auch zwei unten keinen. Also gucken, ob wir hier was nachbekommen haben oder nicht. Das wird sich jetzt zeigen. Oh, da steht tatsächlich einer. Ein kleiner Vierer, der sich dahin verirrt hat. Können wir direkt von hier aus schießen, oder? Brauchen wir gar nicht da bis zum Hochsitz, sondern einfach direkt von hier drauf. Dann liegt nämlich auch der da schon direkt parat. Ey, sei ehrlich, also gerade im Grind hier auch die 150-Meter-Schüsse mit dem 12-fach-Visier einfach viel, viel leichter zu hitten. Gerade wenn man auch hier ein bisschen vielleicht im Sprint-Modus ist, noch der Puls ein bisschen höher, hat man einfach dadurch den etwas mehr Zoom. Eine gute Ausgangslage, um da ein paar bessere Schüsse zu platzieren. Auch am nächsten See sicherlich. Denn wenn wir da dran denken, gerade der eine Randbereich ist dann doch ein Ticken weiter weg vom Hochsitz. So, dass wir da ab und zu weitere Schüsse vor uns haben. Und da können wir dann auch ganz gut die Treffer gleich platzieren. Werden wir sehen, wenn da ein paar Bären stehen. Aber jetzt holen wir uns erstmal hier den liegenden. Der ist hinter dem Baum da hinten. Da sehen wir ihn schon. Und können ihn dann hier auch mit für uns beanspruchen. Damit wir zumindest sehen, ob wir da im Respawn-Pool haben. Wir müssen ja leider einsammeln jetzt im Grind. Können wir nicht mal einfach verrotten lassen, die Dinger. Den Respawn können wir nicht erzwingen. Jetzt ist es immer so ein Zeitding. Ja, hier wahrscheinlich wieder Bären. Ich sehe schon Close auf jeden Fall hier vorne in der Ecke. Ja, vielleicht auch lieber Pedis wieder wegrennen. Aber sicherlich auch ein paar Bären dazwischen. Aber ich glaube, da vorne sehe ich einen Fünfer männlich. Da hinten sehe ich einen weiblichen. Der ist mir egal. Ne, dann sehe ich wirklich nur den einen hier auf der Ecke.
Aber für uns natürlich auch einer für den Schuss. 200 ist er weg, ungefähr so, maybe. Und dann können wir auch mal einen Kopfschuss treffen, wenn er schon zu uns gewandt steht. Wenigstens keine Flutdistanz, denn, ja, Wertung, eh egal. Auch der Bronzewertung, 5er männlich. Und damit auch schon zum letzten See. Bisher nur 6 Bären die Runde, also ein bisschen wenig. Liegt aber daran, dass wir vorhin an dem See jetzt gerade hier nicht viel geschossen haben. Und auch an dem zweiten See, wo wir nur einen Bären hatten. Ich hoffe, dass es in der zweiten Runde dann vielleicht ein bisschen anders aussieht. Und wir da wieder mehr Bären haben. Dafür aber hier unten noch wenigstens... Oh ja, guck mal, sogar ein 2er unten, 5er. Sogar 2 männliche hier unten. Da steht sogar einer da hinten, aber könnte der weibliche sein. Müssen wir uns gleich einmal angucken. Wir schießen erstmal das, was wir sehen. Jedenfalls... Ah ja, das eine ist der weibliche. Okay, dann nehmen wir den. Und den dahinter. Boah, den haben wir auch wieder, glaube ich, Kopfschuss erwischt. Wenn ich es richtig sehe, dann haben wir doch wieder... nochmal 2 Bären erwischen können und zumindest 8 anstatt der 6 Bären. Das ist schon mal ein bisschen besser als erwartet. Auch die beiden holen wir uns natürlich noch der Vollständigkeit halber, damit die in der nächsten Runde vielleicht irgendwann respawnen. Also einmal den vorderen hier und vor allen Dingen auch den hinteren. Den mal wahrscheinlich wieder. Weiß gar nicht. Tödlicher Treffer auf jeden Fall. Ja, Schädel, Gehirn. Damit erwischt haben. Dann einmal für mich ins Hauptmenü zurück. Zeit passt noch, 7 Uhr. Sieht gut aus. Nur wir müssen einmal Sorge tragen, dass die Bären wieder an ihren Spots zurück sind, in ihren Trinkgebieten. At least die, die neu gespawnt sind. So, wie hoffentlich hier oben. Wir werden mal gucken, ob da welche stehen. Und wir direkt weitermachen können hier mit unserem Grind-Setup und der Bärenjagd. Auf dass wir in der zweiten Runde auch wieder ein paar erwischen. Wir schauen mal rein. Hinten sehe ich, glaube ich, keinen stehen. Das ist schade. Und hier vorne leider auch nicht. Oh, und ich darf mal wieder so eine Stuck-Phase haben und wieder woanders Bären schießen müssen. Das ist ja nicht so gut. Ich hoffe, dass wir hier am See dann welche finden. Erster See schon mal keine Bären. Kein gutes Zeichen. Aber hier, oh ja, guck mal, hier ist alles voll. Alter, wie viele sind denn hier? Allein schon da vorne sind 4 links. Und, glaube ich, noch einer da. Da steht ein 7er, aber vor allen Dingen stehen hier ein 5er und noch ein 2er und ein 5er. Die schaffe ich, glaube ich, gar nicht alle zu schießen, weil die da so close stehen. Wird schwierig, aber ich versuche einfach so viel wie möglich. Den, einmal den. Oh, der ist, glaube ich, nicht gut gehittet. Doch, der ist gut gehittet. Okay, dann nevermind. Aber ich finde auch mit dem Visier hier, gerade diese flüchtenden Bärentreffer mit diesem Feinvisier, finde ich viel, viel leichter zu treffen, als es vorher der Fall war. Also auch dafür ist es halt richtig, richtig gut, ne? Durch den größeren Zoom und die Möglichkeit, die Bären hier näher zu sehen, ist gerade so dieses Schießen auf die flüchtigen Bären auch nochmal ein Ticken besser geworden. Auch den haben wir noch gelegt. Und damit direkt mal neben sie hier. Eigentlich gut reingestartet. Ich glaube, bis auf einen haben wir alle erwischt. Hoffentlich finden wir sie auch alle. Einer liegt auf jeden Fall hier, der andere dahinter. Wo ist der? Ach, einen haben wir auf der Flucht geschossen, ne? Stimmt, zwei haben wir gelegt hier unten. Einer auf der Flucht, den anderen weiter hinten. Ich glaube, das müsste sein. Die beiden hier waren die, die wir zuerst getroffen haben. Einmal den und dann hier irgendwo im Hügel müssen wir einmal drüber luschern, wo der genau liegt, denn ich sehe ihn hier gerade nirgends. Doch, da vorne ist einer, aber das, boah, ist das nicht der letzte sogar, den wir geschossen hatten? Wow. Ah, die liegen beide nebeneinander. Perfekt. Ja, guck mal. Dann, umso besser, sparen wir uns ein bisschen Weg und können die beiden hier aufsammeln. Einmal den und einmal den und dann direkt weiter zum kleinen Minisee hier. Wo wir ja gerade auch einen hatten, ne? Richtig, da hatten wir auch einen. Boah, meinst du, wir schaffen heute? Wenn es gut läuft, schaffen wir die 1,5, ne? 11 Bären noch. Das heißt, wir brauchen jetzt... Oh ja, guck mal, hier sind auch wieder 2. Das ist schon mal gut. Dann wären es noch 9. Wenn wir dann die letzten beiden Seen noch ein paar Bären haben. Ja, ja, dann müssen wir eigentlich durchkommen, ne? Mit 1,5. Aber... nicht den Tag vor den Abend loben.
Nicht, dass wir da auf einmal die dritte Runde richtig reinscheißen und dann, ja, ist er gewesen. Stoppen wir bei 1,499. Das wäre nicht so gut. Für den inneren Monk zumindest nicht. So, warte, ich gehe mal eben hier auf meinen Hochsitz drauf. Wops. Und schau, was wir da erwischen bei den Bären. Einmal natürlich den hier unten und dann vor allen Dingen aber auch den da oben. Ey, ich sag ehrlich, Alter, das Visier, ich bin echt begeistert, ne? Wie geil das im Grind hier funktioniert. Mit diesem feinen Crosshair vor allen Dingen. Besser geht es nicht. Einer im Schilf, einer im Hang. Liegen halt auch alle direkt. Obwohl die so im Winkel dann ein bisschen blöd stehen. Hier auch nochmal ein Silberbär und hier unten im Schilf. Der andere, was haben wir da? Auch der Silberwertung. So, jetzt der See hier vor allen Dingen auch entscheidend, logischerweise. Denn der war auch letzte Runde nicht ganz so gut. Hoffen wir also, dass der jetzt hier ein bisschen besser ist. Mit mehr Bären als gerade eben. Aber hier vorne sehe ich schon wieder gar keinen. Das ist kein gutes Zeichen. Aber da unten dafür wenigstens Minimum zwei. Denn der eine ist ein weiblicher. Und ja, da beschilft sich auch keiner. Aber zwei Bären sollte man auf jeden Fall erlegen können. Warte, muss einmal warten, bis der. Warte mal, da vorne ist auch einer. Sehe ich gerade. Guck dir den an. Hat sich da ein bisschen eingeschlichen, der Gute. Und auch die beiden eigentlich gut getroffen. Damit drei Stück. Und das heißt nur noch sechs Bären bis zu den 1500. Den ersten der drei haben wir hier vor uns liegen. Ist denn noch einer? Nee. Sah ein bisschen so aus im ersten Moment am Schilfrand. Aber ist nur irgendein Schatten gewesen, den ich da gesehen habe. Hier Goldwertung. Und da unten. Mal gucken, was die noch auf die Waage bringen. Alles keine großen. Und eigentlich interessiert uns eh nur der Zehner, wenn dann. Alles andere eh irrelevant. Aber da müssen wir jetzt durch. Durch die ganzen Bären hier. Alle zu Fleischwurst verarbeiten und dann hoffen, dass der Dicke spawnt. So ist es. Der Plan. Einmal der hier. Weg mit dem. Und dann noch der hier. Auch der nur eine Silberwertung. Letzter See hatten wir gerade auch nochmal zwei Bären. Mal gucken, ob wir da jetzt auf welche hatten. Aber dadurch, dass wir jetzt hier so viele hatten, eigentlich immer eher dann gegenteilig. Wenn wir da welche haben, haben wir hier welche. Keine und umgekehrt genauso. Hier bleibt es also wahrscheinlich bei dem weiblichen, den ich da schon sehe. Ja, kein männlicher Bär. Diese Runde hier. Da knurrt schon der Hund hier in der nächsten Runde. Puma im Gewässer anscheinend. Aber hoffentlich nicht so nah, dass er. Okay, da vorne den Bär verschreckt er schon mal auf jeden Fall. Aber ist der weibliche und dafür sehe ich da, Alter, direkt drei Bären da drin. Im ersten Spot hier schon, wird natürlich schwierig, die jetzt da rauszuschießen. Dafür sehe ich aber auch da unten keinen. Okay, ich werde mal starten mit dem. Dann gehen wir rein mit dem. Und dann hätten wir noch den. Guter Treffer. Den hier müssen wir nochmal. Ja, aber keine Munition. So natürlich nicht. My friends, einmal bitte nachladen. Okay, auch nochmal getroffen. Und da oben im Hang dann auch nochmal. Wir haben auf jeden Fall alle drei erwischt. Da oben können wir es nun auch liegen lassen. Ist nicht so schlimm. Ist sowieso die letzte Runde für heute, dass wir uns zumindest die beiden unteren Bären holen. Und wir dann weiterziehen an den nächsten See. Aber Spawns sind gut. Auch hier jetzt wieder drei Bären gehabt. Dafür wahrscheinlich wird er dann gleich an einem See ein bisschen weniger. Aber da muss auf jeden Fall einer sein. Denn einer ist uns da gerade entkommen. Von den fünf Bären, die da standen, haben wir ja nur vier geschossen gehabt. Vorher aber natürlich auch noch die beiden hier, die wir zumindest unliegen haben. Silber bei dem. Und da hinten ist der andere Bär. Die kommt scharf da oben, ist mir egal. Wir holen uns unsere schwarzen Fellfreunde hier. Einmal noch den hier unten. Und dann sind es noch drei. Noch drei Bären, die kriegen wir auf jeden Fall hin. Junge, wenn die nicht hinkriegen, dann maximaler Bruch. Aber ich glaube, vielleicht sogar schon in dem See hier. Wer weiß, wenn wir jetzt hier welche stehen haben. Vielleicht mehr als einer. Da ist, ja, zumindest zwei sehe ich schon mal. Einmal den hier, Fünfer und den hier. Damit sind es dann 1499. Echt nicht, dass wir da genau das haben, was ich gesagt habe. Das will ich dann genau nicht mehr finden.
Aber erstmal den und dann den noch da rein. Dann reisen wir mal direkt zu dem Einsammelzelt hier. Können uns den unteren Mann erstmal schnappen, denn der sollte auf jeden Fall in Zeltnähe sein. Jawohl, so ist es. Kommen wir raus direkt dabei und können dann einmal rumlaufen von hier aus gesehen. Aber erstmal den Silberbär hier schon mal einsacken. Und auch den hier sacken wir natürlich ein. 150 Meter da schon, weil ich auf Null Distanz geguckt habe. So weit ist natürlich nicht entfernt, sondern hier aus 226 Meter geschossen. Wir gehen zu dem kleinen See und hoffen, dass wir da jetzt den einen Bär finden, den wir hier noch für die 1,5 brauchen. Und vielleicht sogar der Great War. Dann wäre natürlich das Beste. Einfach direkt der 1500. Bär. Aber ich glaube, hier ist gar keiner, wenn ich es richtig... Ah, doch, guck mal, da ist er. Da ist er, der eine, den wir noch brauchen. Dann der frei, zack, drauf und tot. Und damit zumindest eine schöne Zahl. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus an den letzten beiden verbleibenden Seen. Die waren, oh, guck mal, da ist noch einer, der da freudestrahlend auf mich zugelaufen kommt. Aber ich kann den gerade nicht so richtig beschießen. Da ist der Puls dann eine Nummer zu hoch. Aber so nehmen wir ihn. Aufsammeln natürlich auch. Einmal der hier in Gold. Oh, 20er sogar. Gar nicht mal so schlecht. Aber auch noch kein Riese. Und der andere müsste auch irgendwo da unten am Baum, glaube ich, liegen, wenn ich es richtig sehe. Ja, jetzt auch markiert hier von der Umrandung der Bären. Dass wir den hier noch erwischen können. So, zack, perfekt. Ab zum nächsten See. Bin echt gespannt auf die neuen Waffen. Können wir vorstellen, dass die vielleicht sogar auch verwertungsgerecht für die Bären sind, ne? Alter, der ist irgendwann da close oder was? Oder wie or what? Wo habe ich einen gehört? Da ist er gerade gespawnt, als ich da weggeportet bin. Vielleicht. Weiß ich, denn hier ist nur der Fünfer, den ich da hinten sehe. Das da ist auch ein Sechser männlicher. Den anderen gehört. Wo auch immer der ist. Oh ne, der Fünfer rennt weg, oder was? Ah ne, guck mal, da ist noch einer im Busch. Ist noch ein anderer, der da auf der Ecke verweilt. So, das ist der weibliche bestimmt. Jawohl. Okay, dann wenigstens hier noch ebenfalls zwei Bären, die wir schießen konnten. Den hier holen wir uns unterm Busch weg. Und den anderen dann an der Küste unten liegend. Und dann gucken wir beim letzten See auch noch was finden. Aber ey, wenigstens den Meilenstein erreicht, dass wir da die 1,5 haben. Auch wenn ich, wenn es mir persönlich jetzt lieber gewesen wäre, wenn wir den nicht erreicht hätten und dafür aber den Great One vorgeschossen hätten. Wenn du mich fragst, ich nehme auch nach 10 Bären den Great One. Aber mich fragt keiner, deshalb müssen wir da weiter durch. Und weiter unsere Bären hier töten. Auch der nochmal mit einer Goldwertung. Und zu guter Letzt in der heutigen Folge gucken wir uns noch den See hier unten an. Mal gucken, was da auf uns wartet, ob wir da noch einen schießen können oder nicht. Vielleicht nur der weibliche da. Da ist einfach, ja, da steht zumindest ein Bär, auch ein männlicher. Aber alle anderen Tiere sind weg. Die haben sich verpieselt. Dann holen wir uns den. Ich warte einmal kurz auf meinen Puls hier ein bisschen. Wobei, scheiß drauf, treffe ich auch so. Treffe ich auch so den Bären. So schwer ist es auch wieder nicht. Dass wir da jetzt für warten müssen, solange wir keinen Folgeschuss haben, dann ist es eigentlich kein Problem. Gucken wir uns also zuletzt den hier auch noch an mit einer Silberwertung. Und damit haben wir die heutige Folge auch rumbekommen. 1504 Bären mittlerweile auf dem Counter. Und nächste Woche geht's weiter. In der Hoffnung, dass wir ihn da bekommen. Bin echt gespannt, wann der Spawn mit der Great One. Man weiß es nie. Die Frage ist, ob dieses Jahr noch eine neue Map kommt und damit neue Great One oder nicht. Wie viel Zeit bleibt uns, den zu finden? Im besten Fall finden wir den vorher. Ich bin gespannt. Das soll es gewesen sein von der Folge. Ich bin dabei fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.